So, jetzt gehe ich erstmal hier rein in die Bude, weil hier war ich nämlich auch noch nicht drin. Hier ist wieder so ein Saftdingens. Können wir gleich mit... komm hier. Nehmen wir gleich mit. Oh, da liegt ja neben dem Auto eine Component. Kommt die denn dahin? Ich die einfach im Dreck. Oh, das sieht nach, entweder nach Regen oder nach Nebel aus. Kann ich jetzt beides nicht gebrauchen. Ah. Ja, nice. Shotgun-Muni. Kommt auch gleich mit, das Ding. Nebel. Scheiße. Ausgerechnet, jetzt kommt Nebel. Mann, jetzt komm doch her, du Ding. Hä? Hallo? Was ist mit dem Ding los? Irgendwie ein bisschen verbuggt. Auch nur ein bisschen. So. Sehr gut. Ach, ausgerechnet, jetzt kommt Nebel. Das kann doch nicht wahr sein. Hoffentlich ist es nur der klassische englische Nebel. Sonst haben wir gleich wieder ein Problem. So, was hier noch? Da komme ich nicht rein in den Restroom. Hier noch irgendwas? Jo. Aber rein theoretisch könnte ich ja hier dahinter mich hinlegen und den Nebel überschlafen. Theoretisch könnte ich das machen. Wie haben wir denn eigentlich? Ach, haben wir ein bisschen Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das? Salz. Sehr gut. Oh, noch mehr Saftkisten. Ich gehe kaputt. Saftkisten ohne Ende. So. Oh. Stein lasse ich liegen. Da komme ich nicht rein. Von Saftladen, ja. Saftladen mit jede Menge Saftkisten. Komme ich hier irgendwo rein? Nee. Ah, da ist noch ein Schlauch. Ja, schön. Oh, jetzt muss ich aber schnell wegpacken. Schnell weg. Hab ich denn die Bretter hier? Ach, die habe ich eingesammelt, ne? Holy shit. Hier oben noch irgendwas? Ashings. Sonst nix. Stuhl. Ein wunderschöner Stuhl. Und noch ein schöner Stuhl. Hm, gut zu merken. Ah, scheiße. Und da ist der Nebel. Na gut. Ich würde sagen, am besten kann man es hier drinnen aushalten, weil hier kommen sie nicht rein. Die Tür ist ja eh zu. Mit ein bisschen Glück kann man die sich hierher locken. Wo sind all die Zombie-Männer hin? Habe ich das alles gerade eben übersehen? Kann doch gar nicht sein. Was? Achso, eine Flasche. Hallo? Da hinten ist einer. Da latscht einer. Ah! Gott, hat mich gerade erschrocken. Ich stehe direkt vor der Tür. Durch die Saloon-Tür kommen sie nicht? Weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Hallo? Offensichtlich sind sie auch nicht schlau. Ist die Machete kaputt gegangen? Ah, ich habe noch einen Beil. Ah, ich habe noch einen Beil. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Der nächste Türenbumser. Jo. Auf jeden Fall. Ah, wieder ein Wort, was nicht erlaubt ist vom Automod. Ah ja. Das böse Wort Bumser. Hm. Wo seid ihr denn alle? Komm mal her. Komm her, du Hübschen. Hallo. Ah, jetzt kommt er. Komm. Ja, komm. Geht ganz gut. Kann man ein bisschen Zeug sammeln. Okay. Ah, sind gerespawnt. Ja, komm. Komm her. Oh, scheiße, komm gleich. Zwei. Oh, fuck.
Oh. Oh. Jetzt ging mir aber gerade die Düse, du. Aua. Ey. Ja, der denkt sich, was du kannst, kann ich lange, du Penner. Oh. Eine Kartoffel. Sehr gut. War ein deutscher Zombie. Eine Kartoffel dabei gehabt. Ja, ich speichere gleich. Wollte ich eh gleich machen. Wird nur noch den Typen hier erlegen. Ja. Wie sieht's mit unserem Leben aus? Nicht so gut. Nicht so gut. Ich hab's mir auch nur gerade gedacht so. Ich sollte gleich mal speichern, sonst ist der ganze Kram nämlich weg. Hier noch irgendwie? Kommt man hier rein? Ja, natürlich. Wieder abgeschlossen. In der Zombie-Apokalypse sind sämtliche Toiletten abgeschlossen. Warum? Ganz einfach, man hat kein Personal, um das Scheißhaus sauber zu halten. Scheiße war's. Ja, scheiß mal also in die Botanik. Hallo? Kommen Sie her, kommen dran. Wir haben geheizt. Trotz hoher Gaspreise, wir haben geheizt. Kommen Sie hier. Hallo? Ja, wenig. Wie wär's denn? Kein Bock. Oh. Hallo? Irgendwie will der nicht. Herr Zombie! Schwieriges Unterfangen. Na gut, gehen wir hier rein. Guten Tag. Gibt's hier noch irgendwo was? Ja, toll, eine Zigarette. Leck mich, die nehme ich nicht mit. Gleich ist die Axt auch kaputt. Ich habe noch eine zweite Axt. Ich bin gut gerüstet. Dank dem ganzen Krempel, den ich hier gefunden habe. Hier noch was? Nö. Sonst nichts weiter. Aber ich habe hier, glaube ich, schon alles mitgenommen. Nicht alles täuscht. Ja, noch eine Tür? Guck mal. Hä? Was für ein lächerlicher Raum. Aber hier kommt bestimmt noch irgendwas rein. Könnte ich mir vorstellen. So, gehen wir nochmal hoch. Weil oben gab es ja diese eine Tür. Die da. Die müssen wir dann irgendwie aufbekommen. Da brauchen wir ja noch den Code für. Aber hier ist auch nichts mehr. Hier ist nirgendwo... In dem lächerlichen Raum könntest du sicher schlafen. Das könnte ich machen. Könnte ich machen. Ich kann aber auch gerne... Hier nochmal schauen. Hier ist auch nichts. Die Inneneinrichtung hier passt so überhaupt nicht zu dem Hotel, finde ich. Das ist so... Weiß ich nicht. Unpassend. Die hier passen schon eher, aber die Weißen passen so gar nicht in diesen Raum rein. Oh, schönen guten Tag, Wärter, ja. Du hast einen Rucksack, aber den kann ich mir nicht nehmen, ne? Den seinen Rucksack kann ich mir nicht nehmen. Na. Den hatte ich ja schon mal probiert. Naja, egal. So. Mal ein Stündchen schlafen. Vielleicht ist der dann... Ah, Nebel ist weg. The fog is gone. Wunderbar. Schönen guten Morgen. Da hat sich einer auf die Straße gelegt. Ich glaube, der ist betrunken. Mein Leben ist hart knapp. Ja, so ein bisschen. Das passt schon. Ich habe mich halt mit jede Menge Zombies angelegt. So, ist hier noch irgendwo einer? Guck mal, der ist immer noch nicht gedespawnt. Der bleibt liegen. Weißt du, der blöde Vogel bleibt liegen, aber die Banditen im Camp waren schon lange weg. Manno. Das regt mich so ein bisschen auf, aber nur ein bisschen. So, packen wir mal den ganzen Kram hier rein, den wir gerade bekommen haben. Ja, und dann ist das Ding auch schon wieder voll. Mist. Da sind noch Lashings. Hier war noch irgendwo Salz. Ist egal. Wir müssen alles hier rein. So.
Okay, wir speichern nochmal und dann geht's auf in die Kirche. Das da. Barber. Die Räder haben auch noch keinen Nutzen, ne? Die findet man nur, diese komischen Fahrräder. Fahrradräder. Aber Nutzen haben die leider auch noch nicht. Ist da irgendwo was Brauchbares? Ja, nochmal so eine Saftkiste. Yay. Ansonsten nichts weiter. Okay, dann haben wir wieder ein volles Inventar. Und können das erstmal wieder alles loswerden. Ja, so voll ist es noch gar nicht. Ich dachte, es wäre schon voller. Egal. So, das Rad. Holzwagen bauen, aber nicht mit dem Rad. Oder? Das ist doch ein Fahrrad. Fahrrad. Ich komme nicht hoch. Mist. Aber es gibt ein Rad, das ist noch nutzlos. Das weiß ich auf jeden Fall. Das habe ich schon gefunden, konnte ich nichts mit anfangen. Was denn? Ach, eine Kirchenbank. Eine Kirchenbank. Hallo? Die geht gar nicht auf. Komme ich gar nicht rein. Ach ja, knete du da hinten rum, du Heini. Interessiert doch keinen. Kommen wir doch gar nicht rein. Hä? Huh? Was denn? Oh. Okay. Komm ich denn jetzt hier rein? Die Tür ist zu. Hä? Kann sein, dass das Gebäude daneben war? Okay. Jürgs! Okay. Man kommt einfach so. Einfach die Tür schubsen. Okay. Tür schubsen. Die ganze Zeit muss man die Türen mit E aufmachen, ne? Hier muss man schubsen. Oh, ein Baseball-Schläger. Eine Hundeweste. Cool. Aber das Ding buppert nicht. Ist das tot? Die Spritze kann ich nicht mitnehmen. Ach, hier ist der Code, ne? So, Code. 0479. Da fehlt irgendwas. Da hängt noch ein Pfeil, kann ich auch nicht mitnehmen. Dankeschön. Aber hier ist nichts weiter. Hier sind auch keine Sewing Kids. Nix. Hier ist nix. Ah. Also entweder möchte das Spiel hart trollen oder... Achso, das war nur für das Passwort. Okay, alles klar. Was ist das? Ein Molly. Liegt mitten auf der Erde rum. Achso. Warte mal. Wenn ich hier schon einen Molly habe? Das kann man nicht wegmachen. Mist. Explosiver Pfeil. Jetzt kann ich ihn auf einmal aufheben. Eben ging's nicht. Na gut. Schade. Schade, Tomate. Ach, er nur wieder hier draußen. Ne? Wo bist du denn, du blöder Wolf? Irgendwo da hinten auf der Straße ist er. Noch mehr Gartenschlauch? Ja. So, ich glaube, ich bin jetzt hier richtig, ne? 0479. Ja, hier sind wir richtig. Okay, dann schauen wir mal, ob das aufgeht. 0479. Ich habe das Ding nicht mit. Ich habe keine Batterie drin. Das darf nicht wahr sein, jetzt brauche ich eine Batterie. Ach ja, ist ja gut da unten. Ich hatte hier ursprünglich meine Batterie gefunden, aber ich habe den Code nicht gehabt. Ah, zwei Batterien brauchen wir, ja. Verdammt nochmal. Das ist im General Store, aber da kommen wir wieder nicht rein, ne? Ich dachte jetzt hier vielleicht noch irgendwas. Ja, super.
Da ist auch nicht viel drin. Lohnt sich gar nicht. Hat er nicht mal ausgeschmückt. Das hat er noch nicht mal ausgeschmückt. Ach Mann, was habe ich denn wieder für ein Glück. Jetzt muss ich wegen zwei Batterien zurück. Weil in der Zeit wird sich wahrscheinlich der Code ändern. Und wenn ich Pech habe, respawnen die Typen. Ach, komm, ich nehme die Hose noch mit. Lohnt sich das wenigstens, das ganze Unterfangen. So, bitteschön. Na gut, dann müssen wir nochmal nach Hause fahren und zwei Batterien holen. Ich glaube, ich habe zu Hause noch zwei Batterien. Wenn mich nicht alles täuscht. Geht das? Ey, das geht auch! Cool! Von wegen, man braucht da immer einen Sledgehammer für. Am Arsch! Kannst du auch mit einer Axt machen. Ich glaube, eine Axt ist wesentlich günstiger als so ein scheiß Sledgehammer. Dauert nur ein bisschen länger. Lustig. Ändert sich nur, wenn man neu lädt. Achso, okay, dann ist ja gut. Oh, wie cool. Das funktioniert. Guck mal, kommen ordentliche Teile raus. Sehr gut. So, wie ist die jetzt hier? Wie viel Prozent? 65. Ach, hier wieder Stereo-Wölfe. Ein cooler Bandname. Stereo-Wolf. Aber eine Band aus den 90ern, muss man ganz ehrlich sagen. Oh. Kaputt. Das Ding ist auch ein bisschen schneller als der Sledgehammer. Cool, was man so alles rausfindet, ne? Hä? Hallo? Item jetzt weg. Einmal noch. Hallo? So. Perfekt. Ich komme doch noch an meine Teile. Hahaha. Ich glaube, extra habe ich noch ein paar mehr. Noch irgendwas rein. Ah, da ist noch was reingefallen. Sehr gut. Und noch ein Lappen. Sehr schön. Wunderbar. Was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, müsste man mal ausprobieren. Können wir ausprobieren, wenn wir zu Hause sind. Und zwar dachte ich mir so, wie sieht das eigentlich aus mit der eigenen Karre? Wenn man da draufhaut, fallen da auch Teile ab und raus? Hat schon mal jemand ausprobiert? Rein? Nee, kommt man nicht rein. Hm. Er hat wahrscheinlich auch nichts. Nein, das passiert nicht. Ach, schade. Das hätte ja sein können. Ja, super, eine Kippe. Da fällt eine Kippe aus dem Handschuhfach. Geh du nur weg. So. Perfekt. Oh, das ist ja super, dass das auch mit der Axt geht. Geil. Das ist ja mega gut. So, kann ich mich noch reinsetzen? Ne, geht nicht mehr, ne? Pick up Component. Hier liegt noch irgendwo eine Component. Ich weiß nicht wo. Bist du kaputt? Hä? Da ist gerade was umgefallen. Oh, was? Open Hood. Das ist einfach nur falsch. Geht das Auto auch kaputt? Mit der Axt? Wahrscheinlich nicht. Doch. Okay, schade. Fällt nicht so viel raus. Naja, egal. Wir haben noch eine Component bekommen. Beziehungsweise zwei Components und Metal Scraps. Perfekt. So, und wie ist die Axt jetzt runter auf... Oh, 35%. Na gut, ich fahre mal fix nach Hause und hole Batterien. Gut. Ich hoffe, ich habe noch so viele. Ich glaube, ich habe auch nur noch zwei. Gucken wir mal. Also man kann offensichtlich mit der Axt Autos kaputt machen, aber das ist nicht so effektiv wie mit dem Vorschlaghammer. Logischerweise, weil es ist ja nur eine Axt. Aber es geht. Und das ist schon mal ein interessanter Fakt auf jeden Fall. Also komme ich wenigstens noch ein bisschen an Zeug ran. Ich kann mir zwar den Vorschlaghammer nicht reparieren dadurch, aber ist ja erstmal egal.
Ist erstmal wurscht.